Liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir sind uns sicher einig in der Beurteilung, dass es zur Förderung von Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten im Gesundheitswesen auch neutraler und unabhängiger Beratungsangebote bedarf. Vor 25 Jahren sind die ersten unabhängigen Beratungsstellen für Patientinnen und Patienten in Deutschland gegründet. Seither sind bundesweit 21 Beratungsstellen entstanden. Ab 2001 wurde die Arbeit der unabhängigen Patientenberatungsstellen im Rahmen einer Modellförderung finanziert. Die Beratungsstellen der unabhängigen Patientenberatung in Deutschland sind seither zu einer wichtigen, nicht mehr wegzudenkenden Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen geworden. Sie bieten kompetente, neutrale, kostenfreie, vor allem aber unabhängige Beratung. Und natürlich wird die unabhängige Beratung nachgesucht, wenn Probleme mit den Kassen oder bei der Behandlung auftreten. Seit 2011 ist die unabhängige Beratung als Regelaufgabe in das Sozialgesetzbuch 5 verankert. Die Bundesregierung selbst hat in ihrem Erfahrungsbericht vom 15.04.2013 die unabhängigen Patientenberatungen eine höhere Beratungsqualität bescheinigt. Die Überraschung war dann auch sehr groß, da nun diese höchst sensible Aufgabe nicht mehr diejenigen weiterführen sollten, die nachweislich eine allseits gelobte unabhängige Beratung angeboten haben, sondern eine Callcenter. Auf Betreiben des Bundespatientenbeauftragten Herr Laumann hat bei der Auswahl die Sanvartis für den kommenden 7 Jahre den Zuschlag erhalten. Mitglieder des Beirates der unabhängigen Verbraucher- und Patientenberatung, der bei der Vergabe beratend einbeziehen werden muss, haben gegen diese Auswahlverfahren protestiert und die Auswahlentscheidung scharf kritisiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Neutralität und Unabhängigkeit der Patientinnen und Patientenberatung sind eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine gute Vertrauensbasis für Menschen, die die Beratungsstelle aufsuchen. Gesetzgeber hat in den § 65 b Absatz 1 Satz 2 SGB 5 festgeschrieben, dass der GKV-Spitzenverband auf den Inhalt oder den Umfang der Beratungstätigkeiten keinen Einfluss nehmen darf. Deshalb dürfen nur Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung gefördert werden, die neutral und unabhängig sind. Aber gerade dieser wichtige Grundsatz der Unabhängigkeit wird mit den Füßen getreten, wenn ein Callcenter die Arbeit übernehmen soll, das bisher in enge Geschäftsbeziehungen zu vielen Krankenkassen und Pharmafirmen besteht. Ein Unternehmen, die bisher zu einem größten Teil seiner Einnahmen über Geschäftsbeziehungen zu den Krankenkassen erwirtschaftet hat, ist alles andere als unabhängig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu diesen unabhängigen Beratung ist es doch gerade Patientinnen und Patienten in eigenem Interesse zu beraten und zu stärken, unabhängig von möglichen Interessen der Kostenträger oder Leistungserbringer. Neutralität und Unabhängigkeit der Patientinnen und Patientenberatung in Deutschland sichergestellt sein, auch wenn wir als Land keine formalen Einflussmöglichkeiten auf der Ausschreibung oder Vergabeverfahren haben, sollten wir gemeinsam dafür eintreten, dass Neutralität und Unabhängigkeit als eine Grundvoraussetzung für Patientenberatung sichergestellt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.